Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe ein paar Pakete bekommen, die werden wir jetzt zusammen auspacken. Updates, Upgrades, vermutlich. Ja, hier und da weiß ich nicht genau, was ich bekomme. Wie so oft, wenn ich Pakete kriege. Auf jeden Fall hatte ich vor nicht allzu langer Zeit dem Dave von Dave's Movie Place, schön groß an dieser Stelle, Filme geschickt. Seinen Kanal habe ich unten auch verlinkt. Und war irgendwie so Zeug, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und er hat sich dann erst abgefreut, hat gesagt, ja, nehme ich. Ein kleiner Raffzahn, ja. Nein, alles gut. Und ich habe aber bei ihm in den Tauschfilmen oder so nicht wirklich was gefunden. Habe ich gesagt, komm, passt schon, schicke ich dir so zu. Das konnte er aber irgendwie nicht auf sich sitzen lassen. Hat dann gesagt, ja, er würde mir da was zukommen lassen. Er hätte sich was ausgedacht, mir was zugeschickt. Und tatsächlich kam dann auch ein paar Tage später, so 7 bis 10, kam dann so ein kleines Ding hier von Amazon. Und er meinte, da wäre noch eine kleine Notiz von ihm drin. Da bin ich mal gespannt. Er hat da wohl offensichtlich irgendwas extra bestellt für. Und meinte, das würde mir noch fehlen. Da bin ich mal gespannt, ob das... das fehlte mir tatsächlich noch. Ja, super. Steve McQueen, Le Mans, der fehlte mir noch. Den wollte ich noch haben. Vielen lieben Dank auf Blu-ray. Neu, original verpackt, super. Gab es da kein Steelbook oder wie war das? Vielen lieben Dank. Das kann ich ja gar nicht annehmen. Kann gar nicht annehmen, dass das schon alles sein soll. Aber wir haben ja hier noch eine kleine Notiz. Was hat er denn schreiben lassen? Ich wusste gar nicht, dass das geht, ne, bei Amazon. Dann kannst du da irgendwie noch eine Notiz einfügen. Keine Ahnung, ich bin ja kein Amazon-Kunde. Hi Oliver, vielen Dank für das Paket. Als kleines Dankeschön habe ich dir den McQueen-Klassiker bestellt, der dir noch gefehlt hat. Lieben Gruß, Dave. Jawohl. Sehr schön. Freut mich, klasse. Ich hatte so ein paar Vermutungen, aber an denen hatte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Aber gut, umso besser. Umso größer ist die Überraschung. Vielen lieben Dank. Das legen wir mal hier weg. Und ich glaube, diese Amazon-Notiz, ich meine, das ist so Thermopapier, das verblasst ja mit der Zeit, aber die werde ich mal so mit in die Hülle packen, wenn ich den Film vermutlich nachher angeguckt habe. So, dann hat sich noch jemand bei mir gemeldet, ein Abonnent von mir, ein guter, und zwar der Chris, hatte mir ein paar Bildchen zukommen lassen, hat gesagt, hier, guck mal, Oliver, da sind so ein paar Sachen, vielleicht interessiert dich das. War tatsächlich ein bisschen was dabei, aber so zu einem richtigen Tausch ist nicht gekommen. Habe ich gesagt, ja, komm, ist nicht schlimm, macht nichts. Und dann meinte er, ja, ich schick's dir trotzdem. Vielen lieben Dank, auch schönen Gruß an dieser Stelle an den Chris. Klasse, dass das geklappt hat. Und ich hatte mir ein, zwei Sachen da so ausgesucht. Eigentlich, ja, habe dann gesagt, nee, brauch nicht. Er hat es aber dann jetzt doch zugeschickt. Alles klar. Und dann gucken wir da mal rein. Das war ein Snapper Case. Oh, da ist ein Zettel oben drauf. Nehmen wir den mal zuerst. Was schreibt? Ich lese das jetzt einfach mal vor. Falls da irgendwelche Anzüglichkeiten drin sind in dem Briefchen, dann schneide ich das raus. Aber da ihr das ja schon seht, wird es vermutlich nicht so gewesen sein. Also, hier steht, lieber Oliver, anbei, wie besprochen, der 18er Snapper von The Last Boy Scout. Ja, okay, genau, den hatte ich mir ausgesucht, weil ich habe den. Wir gucken mal eben. Da ist er, genau. Last Boy Scout habe ich auch schon im Snapper, aber im Snapper habe ich nur die 16er Version. Und die 18er hat ja hier halt diesen schönen roten Rahmen und der sieht echt gut aus. Ganz hervorragend. Also den 18er hatte ich bis jetzt noch nicht. Klasse. Ja, ich weiß, Snapper ist halt so eine blöde Sammelgeschichte, sage ich mal. Ich mag die Klamotten, die finde ich, sehen klasse aus im Regal und die werden bei mir auch geguckt. Also wenn ich irgendwelche Filme nur im Snapper habe und auf keiner anderen Weise irgendwie auf Blu-ray oder normale DVD, dann werden die auch geguckt. Ne? Also ich lege die Snapper schon bei mir ein und schaue die auch. Ne? Jetzt haben wir letztens ein paar Clint Eastwood-Filme, hier Space Cowboys hat man geguckt, Ein wahres Verbrechen. Warte noch, war so ein paar, die dann auch mal in den Player kommen. Und die laufen auch alle noch, ja, obwohl die schon 30 Jahre alt sind oder so. Bis jetzt immer Glück gehabt. So, auf jeden Fall. Den Snapper von Last Boy Scout. Da man auf einem Bein bekanntlich nicht stehen kann, habe ich dir zwei US-Snapper als Bonus dazu gepackt. Die hatte ich auf dem Bild gesehen. Genau, die waren nicht verkehrt.
Und wie gesagt, Snapper ist Deko, läuft unter Deko bei mir. Und da muss jetzt nicht immer unbedingt, also wenn man da einen Snapper kriegt aus einem anderen Land, ja, warum nicht? Warum nicht? Genau, habe ich die dazu gepackt, damit sich der Versand lohnt. Sehen halt schön aus oder ab in die Tauschkiste. Viel Spaß, bleib wie du bist. Gruß, Chris. Chris, vielen lieben Dank nochmal. Und dann hat er mir hier noch reingepackt. Genau, das Snapper von The Green Mile. Das habe ich tatsächlich schon. Ich habe da so eine Snapper-Box, so eine Snapper-Tom Hanks-Box. Da sind drei, vier Filme, glaube ich, drin. E-Mail für dich, Green Mile und noch irgendwas. Aber der sieht wirklich sehr, sehr gut aus, der Snapper. Da müsste ich mal schauen, ob der Zustand meines ebenbürtig ist oder ob ich da was austauschen kann. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir hier noch. Ja gut, okay, das ist jetzt das Englische, ja. Clash of the Titans. Ah, der Deutsche, der hat auch, glaube ich, auch ein anderes Bild, ne, oder? Mal gucken. Auch im Snapper. Schick. Ja, ist ein Dekoteil. Ja, ich finde sowas cool. Mir gefällt sowas. Ich habe Spaß an sowas. Ich hätte jetzt nicht unbedingt Spaß, nur die Englischen zu sammeln. Das wäre ja doof, in meinen Augen. Aber so finde ich das schon schick. Ja, klar, eigentlich brauche ich den Zustand von The Green Mile gar nicht vergleichen. Das ist ja die Englische. Bin ja auch doof. Ja, dann kommt er halt daneben. Alles gut, ich habe schon so ein paar englische Snapper. Battlefield Earth. Okay, da kommt man noch ein Feuerzeug dran halten an den Film, aber ist halt ein Snapper. So, und den Last Boy Scout in Rot, mit rotem Rand. Klasse. Ich danke dir. Das freut. Das freut. Das freut. Fein. So, dann hatte sich noch ein Abonnent bei mir gemeldet, und zwar der gute Simon. Auch hier schönen Gruß an dieser Stelle, sei gegrüßt. Er hatte sich bei mir auch Filme ausgesucht. Das hatte ich ihm dann zugeschickt und er sagte, ja, sobald dein Paket da ist, schicke ich dir deine Filme zu, weil er keinen Karton hatte oder so. Und sagte, ja, nee, alles gut, ne? Das ist jetzt auch nicht der erste Tausch, den ich mit dem Simon gemacht habe. So ganz genau weiß man immer nicht, was man da kriegt. Aber das sind ja die Pakete, die machen am meisten Spaß, finde ich zumindest, beim Auspacken. Und dann, wenn wir jetzt hier auch mal reinschauen, so ein, zwei Sächelchen wusste ich oder weiß ich. Dann waren ein, zwei Sachen bei, wo ich gesagt habe, nee, brauche ich nicht. Habe ich schon. Irgendwie, was war das? Westworld Staffel 1 oder 2 habe ich hier auf Blu-ray stehen oder so. Aber hier gucken wir jetzt mal rein. Das mal so. Ich lege das, ich stelle das mal hier so an die Seite, damit der Karton nicht die Breite versperrt, damit man mich auch voll sehen kann. So, okay, Karton kenne ich, Füllmaterial kenne ich auch, kommt mir auch sehr bekannt vor. Soll ich mal eben rumdrehen? Alles randvoll. Okay. Vielen lieben Dank. Ups. Hallo? Das war jetzt aber anders geplant. So geht's. So geht's. Alles klar. Was haben wir denn hier? Ich greife hier einfach mal so querbeet zwischendurch einfach mal rein. Das Erste, was mir auffällt, ja, das hatte er mir auch gezeigt, ganz genau. Home in the Dark. Media-Büchlein von, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall, wo ich das gesehen habe, dachte ich, Mensch, der Titel kommt mir bekannt vor, habe dann direkt nochmal nachgeschaut und da hatte ich auch mal den Trailer gesehen. FSK 16 ist das Ding. Das ist wohl, so wie ich das mitgekriegt habe, so Rape in Revenge, Neuseeland-mäßig. Ich hoffe, es ist auch Revenge drin und nicht nur Rape. Das lässt einen immer so ein bisschen, zumindest mich, unbefriedigt zurück, wenn der Film zu Ende ist. Irgendwie Familie, Urlaub, Neuseeland, einsam verlassen, campen oder so und dann tauchen böse Menschen auf, nehmen die mit und wollen irgendwas und sind böse. Ich. Gucken wir mal. Sah interessant aus. Home in the Dark. Okay, super, Dankeschön. Dann haben wir hier, ach du meine Güte. Och, nee. Adam Sandler. Adam Sandler ist Cobbler, der Schuhfetischist. Nee, Schuhmagier. Ich habe den Film nie gesehen, tatsächlich. Ich habe immer einen Bogen um das Ding gemacht. Bin jetzt auch nicht wirklich sonderlich versessen darauf, das Ding zu gucken, weil er soll nicht gut sein. Ja, ich weiß, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn andere Leute sagen, der Film ist
Müll, muss das nichts bedeuten, aber wenn alle sagen, der Film ist Müll, naja, jetzt ist er hier, jetzt liegt er da. Irgendwann mal. Gucken wir mal. Trotzdem danke. Dann haben wir hier auch, was ist das hier? Seth Rogen. Oha. Ja, beim ersten Mal habe ich mal angefangen zu gucken. Nee, ist irgendwie so platter Ami-Humor, den ich nicht wirklich witzig finde. Der schafft den Sprung nicht, so richtig witzig zu sein. Das ist irgendwie, nee, teilweise ist es dann nur Humor unter der Gürtellinie und dann soll dann lustig sein. Aber so sind die Amis halt. Nee, ich glaube, der geht in die Tauschkiste. Ja? Mal hier, ich ziehe mal hier so raus, so was mir so ins Auge fällt eigentlich direkt, so weil die Schrift so präsent ist dann auf dem Spine oder so. Ja, habe ich schon. Earth to Echo habe ich mir tatsächlich mal die Blu-ray gekauft, vor 2 Jahren oder so auf der Börse irgendwo, von Euro 2. Habe ich mir mehrfach versprochen, ist so ein nettes Kinderfilmchen. Ja, ist so in Anlehnung an E.T., dieses kleine Vieh da, will irgendwie nach Hause und weiß nicht, ob er jetzt unbedingt auch telefonieren muss. Auf jeden Fall muss er auch nach Hause, will nach Hause, weil er gehört hier nicht hin und wird dann von so ein paar kleinen Kindern, sagen wir mal, auf seinem Weg begleitet. Die versuchen ihm dann zu helfen. Ist viel so aus der Ego-Perspektive gefilmt, so mit Action-Cams und Handy-Kameras und so Zeug. Ist das überwiegend eigentlich gedreht. Ist ganz nett gemacht. Schon sonntags-nachmittags-Filmchen. Mit den Kids. Kids dürften aber auch nicht, sollten nicht zu alt sein. Also FSK 6 ist hier drauf. Ich denke mal, wenn die Kiddies ein bisschen älter sind, dann wird der Film auch schon wieder langweilig. So, was haben wir hier? Das ist dick und fett. Das nehmen wir hier raus. Ja, das habe ich auch mal gehabt. Jurassic Park Trilogie habe ich ja abgegeben, weil ich habe die Blues hier stehen. Und deshalb dürfen die Diffs gehen. Tauschkiste, alles klar. Dann haben wir hier, was ist das? Eine Blu-ray. Operation Chromite. Ja, Liam Neeson ist vorne drauf. Irgendwas Asiatisches. Mit Lee Jung-jae, Lee Bum-soo und Jin Se-yeon. Ich will mich jetzt nicht unbedingt lustig machen darüber, aber ich habe den Film, klar, schon mehrfach irgendwo in den Finger gehabt. Ich habe ihn nicht mitgenommen, weil ich vermute auch, das ist irgendwie so ein Ding. Ja, okay, da ist Liam Neeson drauf und der guckt dann irgendwie zweimal um die Ecke. Und dann war es das auch mit seiner Beteiligung. Was jetzt ja nicht immer unbedingt den Film dann auch schlechter machen muss. Aber wenn da schon auf dieser Schiene gefahren wird, ist das immer so ein bisschen gefährlich, wie ich finde. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo der herkommt. China, Japan, Thailand, keine Ahnung. Ist aber auch egal. Jetzt habe ich ihn ja hier stehen. Jetzt gucke ich da mal rein. Ja? Das Schöne eigentlich auch, wenn man hier so Mystery-Pakete auspackt oder irgendwelche Tausch... Kisten, Pakete, Kartons und ich ja dann nicht selten sage, kenne ich nicht, weiß ich nicht, habe ich noch nie was von gehört. Es ist für mich dann auch immer interessant mitzukriegen, auch in den Kommentaren, die Leute, die Filme schon gesehen haben, dass sie sagen, ja, der Film ist super, der Film ist Mist oder davon habe ich auch noch nichts gehört. Das ist immer sehr interessant, das auf diese Art und Weise mitzukriegen. Deshalb, wenn ihr sagt, das ist der geilste Film der letzten 10 Jahre, schreibt es bitte rein. Wenn er sagt, nee, der Film ist Müll, schreibt es auch rein. Ansehen werde ich ihn mir trotzdem, zumindest werde ich ihn mal einlegen, um dann zu gucken, ob das stimmt, was ihr so schreibt. Weil ich will mir dann doch schon mal eine eigene Meinung bilden. Aber hier und da ist es schon mal gar nicht so uninteressant zu erfahren, was mit den Filmen ist. Das ist dann auch ausschlaggebend teilweise dafür, in welcher Höhe das einsortiert wird in meinem noch zu sichten Regal. Ja, also die ich relativ zügig gucken will, die kommen eher nach oben und die Sachen wie... Koppler, die gehen dann ganz weit unten ins Regal. Ja. So, dann auch, ja, der Film steht auch bei mir im noch zu sichtenden Regal. Bullet Head, unter anderem mit John Malkovich. Und da war noch irgendwas, genau, Antonio Banderas, den habe ich hier schon stehen, auch auf DVD, habe ich aber noch nicht gesehen. Von daher kann ich zumindest sagen, kenne ich, habe ich schon mal was von gehört, aber habe ich nicht gesehen. Danke. Der geht in die Tauschkiste. Oh, dann haben wir hier... Ja, okay, das ist auch Tauschkiste. Da habe ich die Blu-ray. Das ist hier noch die
die alte DVD-Version mit dem kleinen FSK hinten drauf von VCL. Vampire, Vampire. Ja, John Carpenter. Von VCL damals rausgekommen, oder von VCL rausgekommen. Ja, VCL ist noch so eine ganz eigene Geschichte. Damals zu Videothekenzeiten, VCL, die haben Klamotten gebracht damals, also so vertriebstechnisch, unter aller Kanone. Aber gut, auf jeden Fall. Machen wir weiter. Wollen wir hier nicht abschweifen. Oh, das ist witzig, das ist nett. Das ist nett, weil das habe ich hier gar nicht stehen. Da suche ich nämlich noch, was heißt suche ich? Ich warte, bis es mir vor die Füße fällt. Die Blu-ray mit Teil 1 und 2 drin. Jetzt habe ich hier die DVD vom ersten Teil, Gremlins, kleine Monster. Das ist auch die alte DVD mit dem Platschen hinten drauf. Cool. Cool. Ich hatte früher hier diesen Gremlin als Pappausschnitt. Das war so ein Deko-Teil für die Videothek damals. Den hatte ich zu Hause an der Wand hängen. Total irrelevante Information jetzt, aber so. So, dann haben wir hier eine Blu-ray. Boy 7. Irgendwas klingelt da. Nicht besonders laut, aber vertraue niemandem, nicht einmal ihr selbst. Mega spannend soll er sein. Ja, da muss ich mir nochmal den Trailer angucken oder so, weiß ich nicht. Eingelegt wird auf jeden Fall. Aber das ist ja auch wieder so ein Kandidat. Das kommt mir so ansatzweise bekannt vor. Schreibt mal rein, ne? Wenn ihr das, ist das sowas wie ich bin Nummer 5, nee, ich bin Nummer 7 oder wie der Film hieß. Komisch. Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Vielen Dank. Dann, was haben wir hier? auch wieder mit Adam Sandler unter anderem. Gott sei Dank spielen noch andere Leute mit. So schlecht fand ich ihn gar nicht. Pixels habe ich hier auch schon stehen. Ja, so schlecht fand ich den gar nicht. Ne? Also Leute, die in den 80er Jahren Computerspiele, Videospiele, Konsolenspiele oder so gespielt haben und die Zeit mitgemacht haben mit Pac-Man und Q-Bird und sowas. Das war eigentlich ganz witzig. Das war nett. Nett. Ich weiß, nett. Die kleine Schwester von Scheiße. Aber der war okay, der Film. Konnte man gut gucken. War witzig. Ah, noch eine Blu-ray. Fairy Tale kenne ich. Irgendwas Gruselwusel-Technisches. Jetzt muss er Wendekar. Ne, kein. Doch. Ne, kein Wendekar, steht vorne drauf. FSK 16. Was haben wir denn hier? Düster, fantastisch, furchterregend, Albträume garantiert. Ja gut, da sind dann wieder so ein paar Attribute aus irgendeinem Scrabble-Sack gezogen worden. Hinten, also die auf den Bildern erkennst du überhaupt nichts. Sind alle dunkel. Irgendwas Gruselwusel. 88 Minuten. Ja. Bin gespannt, was das gibt. So, was haben wir hier noch? Greifen wir hier nochmal rein. Mel Gibson. Braveheart, alles klar, Tauschkiste. Da zu dem Film brauche ich ja nichts sagen. Also das ist, den sollte ja jeder kennen. Ja, den Film kennt vermutlich auch jeder, nur ich nicht. Da haben wir denn hier Kristen Bell, Jonathan, Tucker, Ian, Sommerhalder, keine Ahnung, Puls. Du bist tot, bevor du stirbst. Ja, das ist aber auch eine Kunst für sich. Mystery, Gruselwusel. Mal schauen, was das wird. Weiß ich nicht. Ich auch dann wieder. Mal googeln so ein bisschen den Film. Aber hier noch. Lure, davon habe ich schon mal gehört. Mann beißt Hund. Das ist wieder so ein Paradebeispiel dafür. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das Ding was ist oder nicht. Hier steht schon wieder Arthouse drauf. Das ist schon wieder. Sollte man zumindest mal drüber nachdenken. Hinten die Szenenbilder sind schwarz-weiß. Ich habe da mal. Ich weiß aber nicht mehr. Also der Titel kommt mir bekannt vor. FSK 18. Mann beißt Hund. Ist ja auch immer die Frage, ne? Wenn jemand Filme tauscht, vermysteriert oder sowas, tauscht er die, weil er die selber nicht gut findet oder weil er die doppelt hat. Ja, ich meine, selbst wenn die Filme weggehen, wie jetzt bei mir und Dave, ne? Ich finde die Filme furchtbar oder zumindest nicht sonderlich sehenswert. Er freut sich einen Ast ab, ne? Er findet das toll. Hoffe ich zumindest.
Ja, das einen freut, das anderen leid. Ne? Also, alles gut, alles gut, alles gut. So, dann haben wir hier noch irgendwas mit Schuber. Was ist das? Ja, alles klar. Ich habe ja so ein, zwei Sachen, muss ich gestehen, habe ich hier stehen, weil ich sage, okay, es ist schön, sie hier stehen zu haben. Aber ob ich sie mir jemals nochmal angucke, weiß ich nicht. Muss ich sagen. Also bei dem Film Momo zum Beispiel ist es so. Ja, ich habe hier Momo in der Erstauflage von der DVD, finde ich toll. Aber ich muss den Film nicht nochmal gucken. Und das könnte genauso hiermit passieren. Und zwar der kleine Vampir. Das ist irgendwie noch so ein Plastikschuber drum. Ach, ist das so ein Digipack oder was? Ach, das ist eine Serie. Guck mal. Wusste ich gar nicht. Ja, okay, gut. Ne? Ich war vielleicht vermutlich ziemlich sicher sogar nicht mehr Zielgruppe zu der Zeit. Kenne ich wohl, da gibt es auch einen Kinofilm. Den habe ich auch im Snapper da oben stehen. Aber die Serie, nö, da bin ich definitiv raus gewesen, damals schon aus der Zielgruppe. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich mir das angucken kann, dass ich das ertrage, muss ich sagen. Aber gut. Nee, andersrum. Ich frage mal die Frau, vielleicht hat die da Spaß dran. Ansonsten findet sich schon jemand, falls es in die Tauschkiste wandert. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank, habe ich noch nie gesehen. Tatsächlich habe ich die Serie nie gesehen, aber ich habe auch diese Serienbox oder so. Habe ich noch nie irgendwo alle 13 Folgen von 1986. Ja. Ja, doch, theoretisch war ich noch in der Zielgruppe, aber hat mich trotzdem nie interessiert. Super, danke. Da muss ich mal wirklich gucken, was ich damit anstelle. Okay, dann haben wir hier. Ja. Chronik in der Unterwelt. Auch noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Hat mich irgendwie nie gereizt. Ist, glaube ich, auch eine Buchverfilmung, ne? Genau, nach dem weltweiten Bestseller von Cassandra Clare. Ja. Chroniken der Unterwelt, City of Bones. Keine Ahnung, Stadt der Knochen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder irgendwas Trilogie und sie haben nur den ersten Teil gedreht oder so, wie bei der Goldene Kompass. Ich weiß es nicht. Auch da sag mal Bescheid, weil klar, ich muss das Ding jetzt nochmal googeln, muss nochmal nachgucken. Ich habe es nicht im Kopf. Ich weiß es nicht, weil das ist jetzt auch nichts, womit ich mich groß beschäftigt hätte mit dem Film. Dann haben wir hier noch eine Blu-ray. Lady Justice. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Im Namen der Gerechtigkeit. Das ist irgend so ein Gerichtsding, ne? Ein aufrüttelnder Justiz-Thriller. Ja, sowas mag ich ja eigentlich ganz gerne, wenn die, also ne, der Mandant, der Regenmacher, die 12 Geschworenen, die Firma und eine Frage der Ehre und sowas, alles so Sachen, die vor Gericht laufen, die können schon mal recht interessant und unterhaltsam sein, zumindest für mich. Was haben wir denn hier? Christina Locken, Christanna Locken, die Terminatrix. Uff, Bruce Dern kennt man auch. José María Jaspik kenne ich persönlich jetzt nicht. Aber dann heißt ja erstmal nichts. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Wenn der was kann, ist doch schön. Ja. So, was haben wir hier noch? Ach, da unten ist noch mehr drunter, ist klar. The Bride. Die Braut. Ja. Wendekover, sei Dank. FSK 16. Irgendwas lange her. Im 19. Jahrhundert. Russland. Ja, Gruselwusel. Hat das Zeug zum Genre-Klassiker. Das ist schon wieder. Wenn man dann nie was von dem Film gehört hat. Ich zumindest nicht. Aber ich bin ja jetzt auch nicht beheimatet in der Gruselwusel-Ecke. Aber wenn man dann schon mal gar nichts davon gehört hat von dem Film und der Art. Soll ein Genre-Klassiker. Weiß ich nicht, muss ich gucken. Muss ich gucken. So, was haben wir hier? Noch eine Blu-ray. Robert De Niro. Ah ja, Mila Jovovich. Edward Norton. Ja. Stone. Stein. manche erzählen Lügen, andere leben sie. Ja, vielsagend, nichtssagend. Ja, auch hinten. Das ist ja super. Alles klar, da wirst du überhaupt nicht schlau draus. Gut, müssen wir gucken. Irgendwas mit Knast, Gefängnis. Wir werden sehen. Ja, also nur weil Robert De Niro vorne draufsteht, ist das jetzt kein Garant für einen guten Film, muss ich sagen. Bei den neueren, nee,
ist das jetzt kein Garant. Zumal auch hier muss ich sagen, ich habe noch nichts von dem Film gehört. Der ist mir total neu. Auch wenn er jetzt nicht total neu ist. Zumindest wenn ich das den Bildern entnehme und wie die Gesichter so aussehen. Ist der bestimmt schon 8 Jahre alt oder so. Oder älter. 10. So, mal reingucken. Und uns ein eigenes Bild davon machen. So, hier sehe ich schon wieder irgendwas mit Schwertern. Ah ja, die letzten Krieger. Ja, genau. Schwerter, Schilde, Feuer. Ja, irgendwas Episches. Kenne ich. Wenn da schon keine. Doch, Moment. Wenn der Cover. Das, ich wollte gerade sagen, wenn da schon keine Namen vorne draufstehen auf dem Cover. Ah ne. Eine Schlacht, 17 Männer. Ja, wenn da schon keine Darstellernamen vorne draufstehen, ist das auch schon immer so ein teilweise Kriterium, wo man sagt, da schwierig. Selbst wenn man die Leute nicht kennt, die vorne abgebildet sind, beziehungsweise genannt werden. Aber wenn du dann gar nichts drauf hast, naja. Okay, wird trotzdem eingelegt, wird geguckt, das heißt ja alles nichts. Es gab ja schon oftmals irgendwelche Filme, die im Player landeten, wo ich dachte, na komm, guckst du mal. Und dann kam da echt cooles Zeug bei rum. Das ist nicht schlecht. Und dann, ach, da gab es zwei von. Ich dachte, das wäre nur einer gewesen. Guck mal an, sieh mal an der Schau. Das hatte ich mir tatsächlich ausgesucht. Und zwar was Asiatisches. Ich habe ja hier so epische Filme mit Kaiserreich und tolle Schlachten und sowas. Da haben wir relativ viel von geguckt. Dann auch so neuere Sachen. Ja, ich rede jetzt nicht unbedingt von dem Jackie Chan. Zeug, sage ich mal, auch mit Donnie Yen und was weiß ich nicht alles geguckt. Und was wir aber irgendwie so nicht hatten, was auch irgendwie beim, wenn ich irgendwo unterwegs war, was nie aufgefallen wäre, sind so Science-Fiction-Klamotten aus dem asiatischen Bereich. Da habe ich dann jetzt gefunden, hatte er da liegen, und zwar ganz Spiel um dein Leben. Ich habe den Trailer dann geguckt, dachte, hey Mensch, sieht cool aus. Ist irgendwas mit Zeitreise, Außerirdische, täglich grüßt das Murmeltieranteil. Also, die werden immer wieder irgendwie in der Zeit zurückgeschickt, um irgendwelche Dinge zu verhindern, irgendwelche Aufgaben zu erledigen oder sowas. Und dann gibt es offensichtlich noch einen zweiten Teil davon. Das eine heißt ganz Spiel um dein Leben, das andere ist ganz die ultimative Antwort. Wusste ich gar nicht. Da muss ich nochmal gucken. Aber das sieht, zumindest für mich, gar nicht so verkehrt aus. Da bin ich mal gespannt. Also so einen asiatischen Science-Fiction-Film. Ja, beide auf Blu-ray. Super. Fein. Die sind FSK, was? Schuber. Wendecover. 16. Genau. FSK 16. Da bin ich mal gespannt. Auch hier, wer das Ding gesehen hat, schreibt mal bitte in die Kommentare, ja? Weil so ein bisschen freue ich mich schon darauf, die zu gucken. Wäre jetzt schade, wenn ich da so ultimativ enttäuscht werden würde. Aber gut, ist egal. So, jetzt gucken wir mal. Dann vielen Dank an den Chris, an den Simon, an den Dave. Leute, super, hat Spaß gemacht. Ja? Ja, schade, dass es kein Steelbook von dem Film gibt. Alles Spaß, alles Spaß. Ja? Auch hier Last Boy Scout in Rot, 18, super. Und hier auch, ne? Mediabook, Coming Home in the Dark oder so. Cool, dass es geklappt hat. Dann, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt zuerst gucken? Ich weiß es nicht. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, was ich zuerst gucken soll. Nein, ich glaube, es wird Le Mans. Oder doch ganz? Ich weiß es nicht. Das ist aber auch. Mann! Ja, dann bin ich jetzt durch. Dann wünsche ich euch nur das Beste. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut zusammen. Bis dann. Ciao. Mal aufräumen hier. Ah.